River, was machst du denn da? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Er kämpft gegen das Einhorn, oder? River gegen das Einhorn. Hi Leute, Winterwoche 4 ist angebrochen und ich zeige euch heute ein paar Highlights aus der Yeti Quest und was sonst noch alles neu ins Spiel gekommen ist. Los geht's! Untersuche die Schäden auf dem Hof. Was? Welcher? Ach so, dahinter? Ja, aber... Hä? Schrecklicher Zustand? Sieht das nicht aus, als hätte jemand die Reißzähne darauf... mit Reißzähnen drauf umgekaut? Also, ich weiß ja nicht, aber man sieht halt nichts dasselbe. Ah. Guck dir nur das Ausmaß der Zerstörung an. Okay. What? Welchen schrecklichen Zustand. Das waren keine Rowdies, Penelope. Das waren kleine Yetis. Wir müssen mit unserer Suche ganz von vorne anfangen. Womit willst du es zuerst versuchen? Alles außer Yeti-Kacke. Wir sollten nach Yeti-Kacke suchen. Nein. Ach, nein. Nein, 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 nein. Mist. Ich habe den Code-Analysator nicht in meiner Satteltasche. Dann müssen wir es auf die altmodische Art machen. Was stimmt denn nicht mit dem? Stop it. Get some help. Was? Was? Das ist ein Überfall. Sie wollen uns in eine brutale Schneeballschlacht verwickeln. Nochmal werfen. Nochmal werfen. Nochmal. Nochmal. Eine fröstige einöde Spette. Wir haben die Schlacht gewonnen, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Boah, was ist das? Jip, jip. Was ist denn los, meine Kleine? Jip, jip. Was? Timmy ist in einen Brunnen gefallen? Das What's wrong, Lassie? Timmy fall down the well? Stop! Some poor kid fell down a well. Yes. My name is Timmy. Did Timmy fall in the well, Lassie? Did he, girl? Timmy's down the bloody well. Tja, der Yeti muss warten. Wir haben eine neue Mission, Penelope. Es ist jetzt unsere Mission, diesem niedlichen kleinen Polarfuchs zu helfen, der uns ganz sicher nicht beißen wird, denke ich. 12 Sekunden später. Ach, was soll's. Wir haben ja wohl keine Wahl. Der Fuchs ist da rein. Und jetzt rein da. Ich soll da allein rein? Geht's noch? Krallenspuren. Knochen. Ich habe das Gefühl, das hier ist kein Fuchsbau. Bringen wir sie hier weg. Ich hatte endlich meine Begegnung mit dem Yeti. Allerdings war er leider gar nicht froh, mich zu sehen. Hilfe! Du musst mich retten, Penelope. Okay. Jetzt zusammen und auf den Yeti losgehen. Bang! Das ist ja kein netter Yeti. Das Wohlergehen deines Freundes scheint dir wirklich sehr am Herzen zu liegen, so wie du gegen mich angehst. Ich respektiere deine Tapferkeit und Entschlossenheit. Es kann sprechen. Schön, Sie kennenzulernen, Herr Yeti. Ich bin Scott Buttergood. Und das ist meine Freundin Penelope. Ja, Freundin. Hm. Ach, Penelope, ich weiß deine Bemühungen, mich zu retten, sehr zu schätzen. Aber ich möchte noch bemerken, dass ich eigentlich gar keine Angst hatte. Ach, ja, genau. Wie dem auch sei, die kleinen Yetis wurden von diesem Wetterereignis angelockt und ich bin ihnen gefolgt, um sie nach Hause zu bringen. Und ehe ich es versehe, macht Penelope hier ein Foto von mir und zeigt es in der Stadt herum. Das kann ich nicht zulassen. Ich habe euch zwar verfolgt, um das Foto an mich zu nehmen. Ich will keinen Streit, ich möchte nur meine Einsamkeit und Anonymität bewahren. Bitte vernichtet das Foto und erzählt niemanden von mir. Ihr Geheimnis ist bei uns sicher... Schon weil uns sowieso niemand geglaubt hat. Vielen Dank. Vielleicht ergibt sich eines Tages, dass ich euch helfen kann. Jetzt muss ich die kleinen Yetis nach Hause bringen. Leute, kommt mal alle her. Wir haben wichtige Neuigkeiten. Wie ihr wisst, war ich dem mythischen Yeti auf der Spur. Und zwar auf der Grundlage von dürftigen Beweisen, die mir Penelope in Form eines wirklich schlechten, gefälschten Fotos geliefert hat. Ist nicht sein Ernst, oder? Ist jetzt nicht sein Ernst? Au, was? Oh ja, was ich meine ist, Penelope und ich haben dieses absurde Foto gemeinsam geprüft, indem wir mit wissenschaftlichen Methoden nach dem angeblichen Yeti gesucht haben. Entgegen
euren Erwartungen haben wir keinerlei Beweise für die Existenz eines solchen Wesens gefunden. Stacy hatte recht mit dem, was sie über sie gesagt hat, Scott Buttergood. Sie spinnen. Niemand hatte je angenommen, dass es einen Yeti gibt. Ja, ich freue mich auch, sie zu sehen. Jip, jip. Ich glaube, da braucht jemand ein Winterquartier für seine Familie. Nester baue ich. Alles klar. Nein! Wir kriegen einen Fuchswelpen! Ja. Einer der kleinen Füchse ist sehr auf Menschen fixiert. Ich muss aber für meine Forschungen viel herumreisen. Ich hatte gehofft, du könntest ihn mit nach Hause nehmen. Ich glaube, ihr wärt ein tolles Paar. Oh, wir haben einen kleinen Fuchs. Oh, ist der süß. Der ist ja niedlich. Der hat so bernsteinfarbene Augen. So, und jetzt schauen wir uns noch die neuen Sets an, die ins Spiel gekommen sind. Und zwar müssen wir dazu beim Julbaum hier hinten hochreiten. Und da seht ihr auch schon Luftballons hängen. Hier ist die Tanzfläche. Und hier könnt ihr dann einkaufen. Boah, krass. Ganz schön paillettenlastig, aber irgendwie schick. Aber irgendwie, also kurzärmelig und mit Strickmütze. Das ist, weiß nicht, ob das so hundertprozentig zusammenpasst. Aber ich mag die Farbkombination. Also die finde ich echt cool. Auch hier diesen Glitzerverlauf auf den Handschuhen. Hier die Sternchen auf der Trense. Doch, doch, doch. Oh mein Gott. Ist ja auch so schick. Oh Gott. Oh je. Oh je. Das wird... Da sehe ich schon einiges. Alles klar. Und da ist das Sahne-Karamell-Set. Das ja auch recht beliebt ist. Alles klar. Oh, das Kleid. Und alles hat Jumpy-Werte. Ist das nicht toll? Okay, die hier nicht mehr, die Kleider. Aber bis hierhin. So, das sind dann alles alte Outfits. Die haben alle nicht mehr so gute Werte. Schade eigentlich. Wobei hier, das ist jetzt auch sehr aufgezeichnet. Also, naja, gut. Ja, aber da werde ich nochmal shoppen gehen. Sehe ich jetzt schon. Doch. Oh cool, hier dieser Glitzerverlauf auf der Hose. Wow. Gefällt mir. Doch, 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 doch. Da kann man was Nettes draus machen. Auf jeden Fall. Ganz sicher. Wow, ist das nicht schön? Hier am See. Diese ganzen Laternen. Die Pinguine hier. Und da das Feuerwerk. Wow. Und auch hier oben nochmal. Echt toll. Kann man übrigens dann hier auch kaufen. Und ihr könnt es auch hier oben, gleich im Eingangsbereich vom Winterdorf, könnt ihr es auch kaufen, habe ich gesehen vorhin. Komm, wir schauen mal, wie das ausschaut. So eins. 30 Jorvik-Schillinge, das ist schon okay. Ach, was soll's, wir hauen richtig raus. Wir kaufen jedes einmal und gucken uns mal an, wie das ausschaut. So, jetzt nicht erschrecken, River. Und? Oh! Cool! So. Bitte? Wow. Oh, mein Fuchs fängt gleich Feuer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann... Das da gucken wir noch an. Oh, das gefällt mir. Das ist gut. Und halt, die blauen haben wir noch nicht gesehen.
cool. Ich glaube, wenn das ist richtig lustig, wenn dann alle auf einmal hier loszünden. Also mehrere Spieler mit einem Club oder so. So, River und ich tanzen hier noch ein bisschen und verabschieden uns. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen gefallen und ihr habt euch auch so über das Haustier gefreut, falls ihr die Quest schon gemacht habt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund oder werdet gesund, falls es euch erwischt hat. Und macht's gut, bis bald und ciao, ciao.